OSEA Marketing Office and Go. Anlässlich der neuesten Entwicklungen und Berichte bestätigt sich jetzt, dass also Auswirkungen deutlich zu erkennen sind. Hier hat zum Beispiel der Standard in einem Artikel darauf verwiesen, dass sich da erste Webseitenbesitzer bedroht fühlen. Was ist eigentlich passiert? Wir haben es hier mit Content Farm zu tun, und Content Farm werden meist ja, sagen wir mal so, wir haben wertige Seiten, hochwertige Seiten, Seiten, die aus Google-Sicht trustworthy sind, also vertrauenswürdig. Und diese Seiten nutzen dann teilweise ihr Vertrauen aus und verwerten dann mehrfach Inhalte. Das heißt, es entstehen dann so Seiten mit zig Links zusammengestellt, aufgrund irgendwelcher Konstellationen, um irgendwelche Suchbegriffe zusammenzustellen und dann bei den Suchmaschinen kurzfristig Treffer zu generieren, orientiert an Trends. Und das ist natürlich was Google nicht möchte. Wir dürfen nicht vergessen, auf der rechten Seite möchte Google Geld verdienen, und auf der linken Seite, also wir haben also hier unsere Google Startseite und geben mal Werbung ein. Einfach mal so ein Begriff. Und dann kennt ja jeder die normalen Ergebnisse, mittlerweile auch durch Bilder mehr und mehr und Videos mehr und mehr angereichert. Und dann sehen wir auf der rechten Seite, sehen wir die Werbung. Und hier verdient die Suchmaschine ihr Geld, oder hier möchte sie ihr Geld verdienen. Und das ist natürlich verständlich, dass sie sagt, also liebe Nutzer unserer Suchmaschine, wir erlauben euch und wir bieten euch hier gratis einen Service und haben aber hier Spielregeln aufgestellt, sogenannte AGBs, allgemeine Bedingungen oder allgemeine Nutzungsbedingungen. Und da werden wir natürlich jetzt auch darauf achten, dass die entsprechend eingehalten werden. Also da sind so zum Beispiel Dinge wie Keyword-Stuffing früher im Prinzip genutzt worden. Das heißt also, man hat Seiten vollgepfropft mit irgendwelchen Wörtern und hat verdeckte Texte eingesetzt, und also verdeckte Hidden Text. Das ist zum Beispiel, wenn man einen Text nimmt und den dann quasi, der jetzt schwarz ist, also auch weiß macht, sodass er nicht zu sehen ist, und dann meint, also die Suchmaschine erkennt das nicht, und all solche Geschichten. Was natürlich viele nicht bedenken: erstens haben wir Mitwettbewerber, die, wenn sie das erkennen, können Sie es Google melden. Zweitens haben wir natürlich auch die Suchmaschine, die im Laufe der Zeit enorm zugelegt hat und die natürlich diese ganzen Techniken kennt. So, und jetzt haben wir diese Content Farm, die eigentlich jeden Tag zig Millionen und Abermillionen Seiten quasi generieren, mit aus meiner Sicht teilweise nutzlosen Inhalten. Das heißt, sie haben dann einfach zusammengestellte Links. Wer hat das nicht schon gehabt, dass er dann also in den Ergebnissen solche Seiten gefunden hat, draufgeschlagen hat und gedacht, was ist denn das schon wieder? Dann sieht er dann quasi in diesen Seiten wiederum eingesetzte Werbung, um dann irgendwie Bannerwerbung zu generieren oder eben halt auch AdWords zu generieren oder auf irgendwelche Seiten von dubiosen oder weniger dubiosen oder interessanten Inhalten zu verweisen. Kein Mensch braucht es. Ich denke jedenfalls, das ist also ein richtiger Weg. Es hat sich jetzt gezeigt, dass hier zum Beispiel dann jetzt die alte Seite gegenüber der neuen abgespeckter ist, und dass also sehr viele Seiten, die also vorher hoch quasi gerankt haben mit solchen Content-Farmen, abgewertet wurden. Und das ist also wieder ein Schritt, nachdem also im letzten Jahr sehr viel passiert ist. Also wir haben ja nun Algo-Schritts, das heißt also auf Zeit, dass also zum Beispiel der Zeitfaktor, der Ladezeitfaktor der Seite eine Rolle spielt. Wir haben inhaltlich festgestellt, dass Google da dran ist, die Verbesserungen vorzunehmen und auf mehr Relevanz zu achten. Und jetzt wieder ein Schritt hin zu sauberen Ergebnissen. Also ich denke mir immer, das ist nutzerfreundlich, und gibt es einen kritischen Aspekt? Mir im Augenblick nichts, was mir einfällt, um dagegen zu argumentieren. Und es zeigt aus meiner Sicht einfach nur, wie konsequent Google seine Vorgaben hat und die umsetzt. Und das recht konsequent, auch wenn sich Google da mit Großen anlegt, die ja teilweise auch, und das finde ich also insofern auch von Google mutig, auch ja teilweise
Kunden sind, das heißt also AdWords-Kunden. Also Google trennt ja ganz strikt, sagt Google jedenfalls, den AdWords-Bereich, das ist das hier. Entschuldigung, das ist das hier, von seinen normalen Suchergebnissen. Normalerweise würde man ja sagen, naja, da gibt es doch sicherlich Gemauschel und so weiter. Also ich glaube das nicht. Google hat da ganz strikte Richtlinien und legt sich also insofern jetzt, indem sie hier diese, die auch teilweise hier, die auf der rechten Seite werben und hier in den Suchergebnissen sind, legt sich dann teilweise mit diesen Firmen an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wir sehen also auf jeden Fall, es bleibt spannend und ich werde Sie umgehend wieder informieren, falls neue Erkenntnisse da sind. Im Augenblick ist es, glaube ich, von Vorteil für Webseiten mit kleineren Seiten, mit kleineren Webseiten und für Firmen. Wir bieten hier ja auch ein regionales Angebot an, Firmen regional zu begleiten. Wir haben auch erfolgreiche Beispiele vorzuweisen. Wir begleiten sie aber auch mit AdWords. Wir haben an Schulungen teilgenommen, von Google ausgerichteten Schulungen teilgenommen und bieten hier also einen Service an und würden uns freuen, wenn Sie uns auf Office and Go oder auf Osea Marketing, entweder auf Facebook oder auf Twitter folgen. Und Sie können uns aber auch über die Suchergebnisse, wenn Sie Office and Go eingeben, finden Sie unsere Seite. Ich gehe gerade mal drauf. Dann sehen Sie also auch hier unsere Angebote oder auch Neuestes zu Google oder zu Twitter oder zu Facebook. Und würde mich freuen, wenn Sie demnächst sich vielleicht mal mit uns in Kontakt setzen, weil Sie irgendwelche Anfragen haben oder weil Sie irgendwelche Themen mit uns besprechen möchten. Auf Wiedersehen.